So, ich habe mich mal ganz kurz gestärkt, kurz gefrühstückt um 14 Uhr und wir machen jetzt mal weiter. Wir probieren den Kampf nochmal aufs Neue. Ich frage mich ja, ob wir, aber ich glaube nicht. Wir ziehen ja mit einer Attacke irgendwie 120 ab. Spiegelbild. Wir nehmen. Das Problem ist. Okay. Und sie hat wieder das Spiegelbild eingesetzt. Das ist so dämlich. Hä, Spiegelbild ist weg. Warum das? Ach, sie hat das auf. Sie, auf. Okay. Ja, fünfmal Spiegelbild. Ist ja überhaupt nicht OP. Ziehen einfach so unglaublich viel ab. Gut, dass wir ihn geheilt haben. Okay, der Konter ist gut. Der macht den Spiegelbild weg. Das finde ich nice. Aber wir sind die ganze Zeit wieder im Overheat. Spiegelbild ist noch einmal da. Eigentlich ist es sinnvoll, sie anzugreifen. Obwohl, vielleicht macht sie dann keine Attacke, dann haben wir auch ein bisschen Schaden weg, weil sie dann Spiegelbild eventuell einsetzt. Ja, okay. Eieiei. Nice, der hat gesessen. Die eine müsste jetzt eigentlich sterben. Oh mein Gott. Aber wir vielleicht auch gleich. Wenn wir nicht aus diesem blöden Overheat rauskommen. Alle reparieren. Das ist so schlecht.
Nice, okay. So, jetzt müssen wir erstmal mit dem Leuten TP wiederbekommen. Ich mach das, damit die Overheat ein bisschen runter geht. Oh, schon wieder Spiegelbilder. Viermal. Ja, das Problem ist, wir kommen nicht mehr aus dieser Heilungssituation raus, weil wir einfach nicht die Overheat-Leiste wegbekommen. Okay, Hass auf mich ziehen hat überhaupt nichts gebracht. Sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Nicht wirklich. Dreimal noch Spiegelbilder drauf. Ich muss... Okay, das war nice. Immer noch zweimal Spiegelbilder und danach ist sie ja wieder an der Reihe. Was sollen wir denn dagegen machen? Er ist wieder tot. Wir können halt nichts mehr machen. Wir kommen nicht mehr aus diesem Overheat raus. Der ist schon wieder am Zug. Das ist so dämlich. Wir können auch nicht heilen. Das Problem ist, solange wir nicht aus den Overheat rauskommen, haben wir eigentlich keine Chance. Vor allem ist ein Kreislauf, weil wir immer wieder anheilen müssen. Das ist dämlich. Und sie ist wieder am Zug. Meine Güte. Ja, und greife ihn wieder an, natürlich.
Das Problem ist, wir kriegen auch keine TP regeneriert, weil ich die ganze Zeit am Gegenheilen bin. So ein endloser Kreislauf einfach. Jetzt ist er auch noch machtlos. Geil. Immerhin können wir sie jetzt vergiften. Handlungsunfähig. Ich werde nicht mehr, ey. Immer noch handlungsunfähig. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Gerade den wir brauchen zum Healen. Das ist doch... Von in der Nähe, dann kriegen wir auch keinen. Wir müssen dann im Abwehrmodus bleiben. Ich merke gerade, dass wir dadurch auch keine TP bekommen. Oder war das, weil wir... Ja. Du warst unsere Kommandantin. Wir haben zu dir aufgeschaut. Wie konntest du uns verraten? Ich war mir damals treu und bin es immer noch. Wenn du nur an mich glauben würdest, könntest du verstehen, dass kein Verrat stattgefunden hat. Aber ich dachte, das wäre jetzt geschafft, ey. Mann! Warum greift sie nicht zurück an? Wir sind doch in der Konterhaltung. Warum hat sie jetzt nicht zurück angegriffen? Ja, das hat keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, wie wir die besiegen sollen. Sie ist zweimal am Zug, sie ist herbe oft am Zug. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen können. Und unsere TP gehen immer aus. Ach, ich wollte ja Abwehren machen. Ja. Und sie greift... Achso, sie kann ja auch nicht zurück angreifen. Es ist jetzt schon verloren. Wir haben keine Chance. Sie hat nämlich kein Gift mehr drauf. Sie ist zweimal am Zug. Ja, Leute, ich hab echt keinen Bock mehr hier drauf. Aber die Himmelsrüstungen sind so für den Arsch. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich die zu wenig... Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Passiv-Bonis halt auch nicht übertragen werden.
Und dass halt auch nicht alle Attacken übertragen werden. Das ist, kommt auch noch dazu. Das ist dumm. Das ist einfach nur dumm. Das ist das Unfairste, was ich je in meinem Leben... Sie ist jetzt einfach zweimal am Zug. Also viermal quasi. Das ist doch so dumm. Das Schlimme ist, ich bin jetzt hier gefangen einfach. Ist... Ja. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt noch irgendwie verbessern können oder so. Wir haben auch nicht genug Items. Das kommt auch noch dazu. Hier direkt alle mit allen in den zweiten Gang, vielleicht bringt das was. Als nächstes müssen wir sie eigentlich vergiften. Okay, eine ist schon mal weg.
Ja, und jetzt fängt wieder das gleiche Problem an, auch mit dem TP einfach. Ich muss jetzt einfach warten, bis sie von dem Gift stirbt und das irgendwie überleben. Der arme Viktor. Ach komm, das ist so dämlich einfach. Das bringt jetzt auch nichts, den wieder zu beleben. Das ist so dämlich. Vor allem gerade habe ich Hass mit ihm gezaubert, dann wurde er nicht angegriffen. Und jetzt, wo er nicht angegriffen werden soll, wird er dreimal hintereinander angegriffen. Das ist so schlecht. Ah, jetzt geht's wieder los hier. Müsste jetzt vom Gift sterben, okay. So, jetzt dürfen wir nur nicht wieder in den Overheat gelangen. Das Problem ist halt wieder... fünfmal Spiegelbild. Ja, wir kommen wieder hier rein, weil wir wieder das gleiche Problem wie gerade haben. Ich bleib mit ihm im Abwehrmodus. Mit ihr das gleiche. Oh mein Gott. Jetzt ist er schon wieder machtlos. Das kann nicht wahr sein. So, und jetzt greife ich an. Ich mache jetzt die Giftsalve drauf. Ja, handlungsunfähig. Ja. Ja.
Ich muss wieder hier raus. Außer Over, wir müssen die TP erstmal auffüllen. Warum wurde nicht unsere... Ja, schon wieder handlungsunfähig. Es ist dämlich, es ist einfach dämlich. Nee, ich kann jetzt den Kontermodus nicht einsetzen. Ich muss angreifen. Natürlich setze ich Spiegelbilder ein. Viermal natürlich. Dann ist wenigstens Gift wieder drauf. Nice, auch ein Crit. Oh, endlich. Oh, was eine Geburt. Damals, ich legte meine Hände auf mein Herz, damit ich deinen Verrat nicht ertragen musste. Aber du bist zu weit gegangen. Dein Verrat schreit so laut, dass ich es nicht mehr überhören kann. Vergib mir, Maria, doch ich musste es tun. Dem Feind zu vergeben ist einfach. Einem Freund zu vergeben ist es nicht. Maria, wie viele Tode hast du in deine Grau... Ich bin immer noch überwältigt von dem Kampf. Wie viele Tode hast du dir in dein grausames Spiel eingeplant, Frederik? Also ich und die Himmelsrüstung wären keine Freunde. Das kann ich schon mal so viel sagen. Da ist er. Seltsam, keine Soldaten in der Nähe. Frederik, wir sind hier, um all dem ein Ende zu setzen. Dein Plan wird scheitern. Mein Plan ist bereits fertig und ein voller Erfolg, Celestia. Wovon redest du? Die ehemalige Prinzessin Celestia. Der Leitstern der Karmesinschwing wird den grausamen König Frederik töten. Deine Truppen werden die Nachricht in ganz Valandes verbreiten und überall wird diese Nachricht gefeiert werden. Von den Menschen in Tarin, in Escanion Gravos. Es wird Feiern geben, tagelange Feste. Du oder vielleicht auch Prinzessin Amalia an deiner Seite werdet die Führung übernehmen. Du wirst ein vereintes Königreich leiten. Der Hass der Länder wird nicht verschwinden, doch werden sie mehr gewillt sein, zusammenzuarbeiten. Meine Stimme ist komplett weg. Willst du mir sagen, dass du den Hass wissentlich auf dich gezogen hast? Hör auf, Spielchen mit mir zu spielen. What? Frederik! Es gibt keinen anderen Weg für Frieden. Am Ende eines gewöhnlichen Krieges, da gäbe es einen Gewinner und einen Verlierer. Jetzt aber wird Valandes gegen seinen Tyrannen gewinnen. Gwaine ist oben mit dem Grimoire, stellt sicher, dass er es nicht erneut nutzt. Duna! Es wird so kalt, Celestia. Jede Nacht träume ich, dass ich in einer Höhle bin.
weil ich der Einzige bin, der Einzige mit einer Fackel, folgen mir Hunderte. Sie drücken und schieben mich vorwärts, doch obwohl ich die Fackel trage, sehe ich nichts. Schritt für Schritt und mit jedem Schritt fürchte ich mich mehr. Ich fürchte mich, in den Abgrund zu fallen. Frederik, ich hoffe, diese Träume enden. Celestia, vergib mir. Ich könnte den Hass der ganzen Welt tragen. Das macht mir nichts aus. Aber dein Hass schmerzt. Schmerzt. Nein, mein dummer Bruder! Glaubt er wirklich, ich vergebe ihm, weil er für diese Grausamkeit einen Grund hatte? Erlösung kann nicht vorab beansprucht werden. Mein Bruder tat schlimme Dinge, die ich niemals vergeben kann, die niemand vergeben sollte. Egal, was seine Motivation war. Er sollte in die Geschichte als der Tyrann eingehen, der er war. Und doch, ein kleiner Teil meines Herzens wird ihn als mein Bruder in Erinnerung behalten. Warum erzählt sie das jetzt? Kann sie diese Gedanken nicht alleine spinnen? Gehen wir nach oben. Gwen. Gwen, du kleiner Bösewicht. Der König ist tot und seine Leute, wie es scheint, sind in Sicherheit von dem Tyrannen. Nun, das ist für den Moment ein Anfang, doch das Problem bleibt bestehen. Wir müssen die Vaen töten. Genug Gerede, händige den Stein aus. Ich glaube, heute ist ein guter Tag, ein Risiko einzugehen. Stimmst du mir zu, meine geliebte June? Ich stimme zu. Weißt du, es gibt einen Grund, warum ich den Stein nie verwendet habe. Die Vaen riechen durch ihn, sie würden den Dieb sofort bemerken. Was tust du? All meine Federn vibrieren. Der Dieb. Der verdammte Dieb hat den Stein berührt. Er wusste, was ihn erwartet, und doch tat er es. Macht er sich über uns lustig? Du sollst deinem Tod begegnen, Dieb. Wir rufen ihn. Wen? Unseren Champion. Oh, der Champion. Dort am Horizont. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Das sieht creepy aus. Was zum Teufel? Ein Gigant. Und er bewegt sich auf das Land zu. Ach du liebe Güte, ich muss sie wahrlich verärgert haben. Glenn, fang. Der Stein hat nicht genug Macht, einen Vaen zu töten, aber für das Biest sollte es reichen. Wenn du seinen Äther absorbierst, dann solltest du genug Macht haben, sogar seine Meister zu vernichten. Du willst, dass wir es töten? Du kannst es am Leben lassen, klar, aber dann viel Spaß beim Aufräumen im Valandis. Du... Wieso muss Valandis so sehr leiden? Wann hat das alles ein Ende? Das wird es sein. Wir sorgen für ein Ende. Lenne, solange wir von einem freien Valandis träumen, können wir die Zukunft verändern. Solange wir träumen, gibt es Hoffnung. Valandis ist ein Friedhof der Hoffnung. Nein, Valandis ist der friedliche Garten, von dem du geträumt hast. Ein Garten, der immer und immer mehr wieder vernichtet wird. Jetzt hör auf, gegen anzureden. Jede Blume wird geschnitten. Das Gras ist schwarz wie Kohle. Gib ihr eine Faust ins Gesicht. Lenne, selbst wenn alle Blumen verbrannt sind, der Frühling wird kommen. Ach, diese Metaphern hier gerade.
Ich bin es leid, nach der Musik von Grain zu spielen, aber wir halten das Monster auf, mit dem Grimoire, wenn es sein muss. Wir wurden von Tyrannen um falschen Göttern herumgeschubst. Wir kämpfen uns durch den Schlamm, den Dreck, das Blut, nur um wieder und wieder zu Boden gedrückt zu werden. Das muss enden. Wir nutzen das Grand Grimoire als Waffe, doch diesmal wird es für einen guten Zweck eingesetzt. Und zum Wohl aller von jenen im Valandis, dafür werden wir es einsetzen. Wir werden nicht weiter zusehen, wir werden Valandis verteidigen. Du hast recht, wir werden dieses Monster der Vaenen vernichten. Wohl gesprochen, Glenn. Wir sollten Haku und ihr Himmelskaiser rufen. Sendet Nachricht an alle fliegenden Einheiten. Wir werden den Giganten vernichten. Und jetzt? Ich komme hier nicht weg. Ich kann auch keine Karte rufen. Hä? Was soll ich tun? Hä? Ich kann nichts machen. Dieses Spiel ist in letzter Zeit herbe verbuggt. Entweder habe ich was vercheckt. Ich kann auch nicht höher fliegen oder so. Karte kann ich auch nicht öffnen. Ist einfach meine Himmelsrüstung irgendwie zu groß? Keine Ahnung. Hä? Ernsthaft jetzt? Ich dachte, wir haben irgendwie was, um vielleicht jemanden zu rufen oder so. Ernsthaft? Ich kann nichts machen. Ah, ich weiß was. Ernsthaft? Es ist so dämlich. Er sieht so schön aus. Die Vaen sollen verflucht sein. Schaut euch nur die Bande an Monstern an, die ihren Champion verteidigen. Gut, wir verteidigen uns ebenfalls. Jeder gibt sein Bestes. Gemeinsam werden wir Valandis verteidigen. Vorsicht, ein gigantisches Monster kommt. Was ist das denn? Sieht nice aus. Und das Ding ist riesig. Nur ein weiteres Hindernis, das wir meistern werden. Macht euch bereit. Heilfertigkeiten, Magiefertigkeiten, Körperfertigkeiten, Fragezeichen. Glaub. Wie viel hält dieser blöde Kristall aus? Thank you.
Oh, nice. Sogar Schwäche dagegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es keinen Sinn macht, den Kristall kaputt zu machen. Das Gift bringt da gar nichts drauf. Unsere Himmelsrüstungen sind einfach zu schwach, jetzt mal ganz im Ernst. Die Monster sind so OP und wir sind einfach zu schwach. Okay, heilen darf er ruhig einsetzen. Okay, das hat ihm Schaden gemacht anscheinend. Ey, wenn jetzt noch mehr solche Kämpfe kommen, wisst ihr was? Warte mal. Ich will jetzt verlieren. Wenn jetzt noch mehr solche Kämpfe kommen, wir haben kaum noch Items. Ja, ja. Hier sieht doch noch alles normal aus. Kann man nicht irgendwo so Ersatzteile kaufen oder sowas? Wo ging das denn nochmal?
Okay, das ist da zum Beispiel sehr gut. Neue Deals. Ultimate Gewänder. Okay. Was ist neu dazugekommen? Sehe ich jetzt gerade nicht. Naja, egal. Gut, probieren wir das so nochmal. Okay, auf ein neues. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Wir machen als erstes den Metallkristall kaputt jetzt. Das ist stark. Okay, das war gut. Das lief gut. Dank Lehm die Crits. Blöder Heilkristall, der hat jetzt diesen Schaden wieder weggemacht. Aua. Warum wird jetzt so viel mit den Himmelsrüstungen gemacht? Das ist so blöd. Natürlich auf ihn, natürlich.
Ja, es dauert noch, bis das Ding tot ist. Hier immer aus den Overheat rauszukommen, also finde ich immer unmenschlich hier. Hat das ernsthaft überlebt? Okay. Das ist so schlecht. Okay, so, jetzt sind wir wieder leicht auf dem Damm. Mit einem Fuß noch im Wasser. Nice, okay. Das ist deine Chance, Glenn. Nutz das Grand Grimoire. Es ist das dritte Mal, dass ich den Stein halte. Dieses Mal werde ich nicht zögern. Du hast es geschafft. Valandis ist sicher? Geht es dir gut, Glenn? Mir ging es noch nie... Oh oh. Ihr Narren, was habt ihr getan?
Ihr wollt nur den Dieb bestrafen, aber damit habt ihr das Schicksal Valandes besiegelt. Nur den Dieb bestrafen, haben der ganze Valandes in Schutt und Asche gelegt. Da oben, unmöglich. Was ist das? Ein ziemlich großer Feuerball. Haben die Vaen ihm beschworen? Nur aus Gnade für die Menschen haben wir den Feuerball nicht direkt beschworen. Aber jetzt haben der Dieb und ihr seinen Mitstreiter, seine Mitstreiter, euer eigenes Todesurteil unterschrieben. Wir werden über Valandes richten. Meine Stimme ist komplett weg. Glaubt ihr wirklich, wir werden aufgeben? Wir haben die Möglichkeit, euch zu besiegen. Seht! Ist das der Äther des Giganten? Wie kann er sichtbar sein? Das Grimoire absorbiert den Äther des Champions. Eure Machenschaften werden enden. Machenschaften? Pah. Ihr Menschen braucht jemanden, der euch führt. Seht euch eure kleine Truppe an. Ihr folgt jeden blind, in guten Glauben. Der Kirche, Markas, den Dieb. Ihr glaubtet an jenen und wurdet betrogen. Aber mit der richtigen Führung wäre das nicht passiert. Lass mich raten, ihr seid diese perfekte Führung? Verschone uns mit deinem Sarkasmus. Siehst du die Welt wahrlich so sehr in Schwarz und Weiß? Die Kirche rettet Menschen das Leben. Sie finden Heilung für Krankheiten und vertreiben den Hunger aus der Welt. Jedes Leben ist ihnen wichtig, aber sind sie deshalb gut? Wir vernichten die Welt alle paar Jahrhunderte. Wir tilgen die Menschheit vom Planeten, aber sind wir deshalb böse? Ja. Wir verstehen, dass du denkst, dass wir Teufel sind. Wir verstehen, warum die Menschen die Kirche lieben. Aber die Wahrheit ist nicht so einfach. Wir sind dennoch Verbündete. Alles, was wir tun, tun wir nicht aus Eigennutz. Nieder mit euch falschen Göttern! Sie lieben ihre eigenen Stimmen, doch bald werden sie nichts mehr zu sagen haben. Wuff. Wer bist du? Ich bin ein Botschafter, der euch zum finalen Kampf einlädt. Das Grand Grimoire ist jetzt stark genug. Der Schlüssel zu dem Vaen liegt nun in euren Händen. Jetzt wartet Meister Gwen an den entsprechenden Pforte auf euch. Gwen will also, dass wir alle das beenden, dass er wirklich glaubt, uns befehlen zu können? Was? Ihr solltet ihm dankbar sein. Seht nach oben. Wäre mein Meister nicht, der riesige Feuerball hätte Valandes schon längst vernichtet. Das ist auch eine komische Übersetzung. Ja, hätte ich gesagt, wäre der riesige Feuerball nicht... Nee, der riesige Feuerball hätte Valandes schon längst vernichtet. Wäre mein Meister nicht. So hätte ich es, glaube ich, gemacht. Na gut. Er opfert seine Lebenszeit Stück für Stück, um den Feuerball zu verlangsamen. Und doch, die Tage von Valandes sind begrenzt. Wer bist du überhaupt? Zeig dein Gesicht. Gerne. Was? Mein Körper ist schon längst vergraben. Doch mit dieser Rüstung habe ich eine zweite Chance. Oh, das ist Kilian? Warte, ich erkenne diese Stimme. Das hat schon fast zu lange gedauert. Kilian, das ist Kilian, was ist passiert? Was bedeutet es schon? Konzentrieren wir uns auf die wichtigen Dinge. Meister Gwen und ich warten an der Pforte auf euch. Sie liegt im Herzen des Landes, im Zentrum der ehemaligen magischen Akademie von Nisa. Brennt die Puppenspieler nieder, kommt und führt die Vaen ihrem Ende zu. Kilian! Diese weltweite Tyrannei muss enden, doch die Götter sitzen noch auf ihrem vermeintlichen ewigen Thron. Lasst uns handeln. Die letzte Schlacht ist also gekommen. Wir werden die Vaen töten und das Inferno am Himmel vernichten. Dann wird wieder Frieden herrschen. Ein wahrer Frieden in ganz Valandes. Leider ist das Ganze aktuell nur ein schöner Traum. Im Moment wütet ein gigantischer Feuerball über unseren Köpfen. Und ich glaube, mir fehlt damit die Zeit für eine kleine Pause. Wie? Sienna hat recht, wir müssen uns beeilen. Wir müssen zur Madeleine. Vielleicht hat sie die Tore nach Nisa geöffnet. Macht euch bereit, die letzte Schlacht wartet auf uns.
Sir Glenn. König Frederik ist tot und Tarin ist, hat keinen Herrscher. Doch die Soldaten von Tarin im ganzen Land werden nicht so schnell die Waffen strecken. Erwarte keinen Sinn und keinen Verstand, sollten wir in einen Kampf verwickelt werden. Ich verstehe, Faran, danke. Die Frage ist jetzt, es geht ja immer noch weiter. Entschuldigung, ups. Was machst du so spät noch hier? Glenn, ist alles okay? Ja, alles ist gut. Du machst es schon wieder. Hör auf, jeden auszuschließen. Mache ich das oft? Ja, schon. Ich versuche noch, meine Gedanken zu sortieren. Je tiefer ich grabe, desto größer fühle ich meine Verantwortung an. Fühlt sich meine Verantwortung an. Ich gehöre zu einer alten Blutlinie. Weißt du, ich habe mein erstes Leben vor tausenden Jahren gelebt. Ich sah, wie der Vorbote Eldria verwüstete und wie die Vaen ihn wegsperren. Es sind Bilder wie aus einem Traum oder einem Albtraum. Seit geraumer Zeit habe ich so viele Träume, so viele Erinnerungen, schöne Träume und sehr schlimme. All die Menschen in den Träumen, die ich liebte, die ich hasste, sie sind alle nicht mehr. Ich habe so viel verloren und doch kann ich nicht stehen bleiben. Ich muss weiter, die Mission ist noch nicht beendet. Die Kirche sieht mich als Heilige, die Leona Orna Sonnemalella. Es ist... Ich verstehe. Und deshalb denkst du, du bist anders als wir. Deswegen versuchst du, die Bürde allein zu tragen und deine Probleme allein zu bewältigen. Wie meinst du das? Du opferst dich selbst, damit andere nicht leiden müssen. Du überschätzt mich. Hast du es schon vergessen? Als wir vor Kindred flohen, hast du dich selbst deinem Bruder angeboten, damit er uns verschonen würde. Ich erinnere mich, aber ich erinnere mich auch, dass es nicht klappt und ihr beinahe auf der Aurora gestorben wärt. Versteh mich nicht falsch, ich meinte das nicht als Kompliment. Du musst aufhören, alles alleine schaffen zu wollen. Unsere Feinde haben die Macht von Göttern, nur gemeinsam können wir gewinnen. Du bist nicht anders als wir. Du weinst, du lachst, du hoffst, du ärgerst dich. Wir sind deine Freunde und Kameraden und du bist ein wichtiger Teil von uns. Teile deine Bürde mit uns und wir werden jedes Hindernis bewältigen. Du willst, dass ich mich öffne, doch ich habe Angst. Ihr werdet alle sterben und ich werde weiterleben und wieder alleine sein. Doch nur, wenn man das Ritual macht, oder nicht? Ich weiß nur zu gut, was du meinst. Ich war verheiratet, hatte Kinder in meinem vorherigen Leben. Es tut weh daran zu denken, dass sie alle schon tot sind. Aber hätte ich meine Frau und meine Kinder deswegen lieber niemals kennengelernt? Diese Lehre hätte ich mich noch mehr verletzt. Sieh tief in dich hinein. War es all das nicht wert? Danke, Glenn, aber sie lebt doch nur weiter, wenn das Ritual gemacht wird. Genau das musste ich hören. Du hast recht, beängstigender, ich kann dieses N schon fast nicht mehr aussprechen, als ein leeres Herz. Oh. Deshalb tue ich mich auch gerade so schwer mit dem Lesen und beeile mich ein wenig. Deswegen beende ich jetzt auch hier die Folge und in der nächsten Folge gehen wir nach Nisa. Wir haben ja auch keine Nebenquests mehr. Hier wird auch irgendwie nichts mehr angezeigt. Was ich mich frage, was ist, wenn man die Nebenquests nicht gemacht hätte? Wäre dann diese Malena oder wie sie da heißt, trotzdem da gewesen? Oder müssten wir jetzt erst die Nebenquests machen, damit wir da hinkommen? Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Wir haben es gemacht und jetzt ist da auch die Hauptquest. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.